Ja, einen wunderschönen guten Tag hier wieder mal mit der dritten Folge von Let's Play Eurotruck Simulator 2 mit Julian und mit Severnox. Ja. Geht weiter. So, dann suchen wir schon gleich mal die nächste Fracht. Die Musik ist sehr laut, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Oh oh. So, erstmal Motor starten. Unser LKW ist wieder mal ein Scania. Muss ich gerade wieder reinfinden. Okay. Und los geht's. Allerdings müsste ich mal das Licht anmachen. Fahren ohne Licht, habe ich es nicht gerade angemacht. Wartet mal kurz. Naja, jetzt geht erstmal auf Tour. Raus aus Dresden. Mit erlaubt 60. Nebelscheinwerfer. Dürfen nur 60 fahren, das ist ja aber lahmarschig. Puh. Ja, wie ihr seht, wird diese Serie erfolgreich fortgesetzt und ich muss euch sagen, mir macht dieses Spiel megamäßig Spaß. Oh, wir fahren 70, wir fahren zu schnell. Ein Rotz, Alter. Mit 60. Den ganzen Betrieb offen. Ich muss aber sagen, ich fühle mich in dem Scania sehr wohl. Ich habe zwischendurch meine Tour allein gefahren mit einem Volvo. Der sah richtig krank modern von innen aus, aber hatte eine extrem kleine Windschutzscheibe. So, wir fahren nach Leipzig gerade durch.
Maximal 60 schaffst du gar nicht. Bist du einfach nur extrem langsam. Oh Mann. Das, Leute, das ist eine extrem langsame Fahrt. Mein Tank ist voll. Und dann gibt es noch Tankstellen zwischendurch. Ich werde unbedingt endlich meinen eigenen LKW kaufen und die Firma gründen. Da ist, überholt mich der Nächste. Aber die fahren vorschriftsgemäß erst sehr weit vorne wieder rein in die Spur. Das ist sehr, sehr vorbildlich. Ich habe es so gelernt in der Fahrschule, dass ich, wenn ich den LKW beim Rückspiegel sehe, also dem in den, der drinne hängt, dann kann ich wieder reinziehen in die Lücke. Also wieder vor den LKW reinziehen. Bei dem Euro Truck Simulator oder Gold Truck Simulator oder was das auch immer war, das ich früher gespielt habe, dieses schlechte grafische Ungetüm. Da sind die Autos mal direkt vor einem rein, dann sind die noch in dich reingebackt. Du hast natürlich einen Unfall gebaut und hast all deine Kohle verloren. Jetzt könnten wir aber mal wieder so machen. Peace out. Oh, Überholverbot, ihr seid so angerascht hinter mir. In der Kurve, da müssen wir mal wieder was machen, weil sonst blendet man jemanden, der um die Kurve kommt. Aber das ist nur eine Landstraßenfahrt, ne? Das ist richtig beschissen. Unbegrenzt, ich muss 60 fahren. Ich krieg hier kleinen Kollaps. Ich habe doch nur Milchpulver. Ich muss 260 Kilometer fahren noch. Wie krank meine Lampen ausleuchten, ey. In der Kurve wieder normales Licht an. Wir wollen uns auch ein bisschen an das ganze Speed Limit halten, auch wenn es langweilig ist. Wir wollen ja auch ein bisschen, einfach ein bisschen getreuer der Realität spielen. Da fährt er hinter mir raus. Er kann mich doch überholen. Er darf doch jetzt 100 fahren. Der Mond ist schön. Mit dem relativ eigentlich, glaube ich, schlecht gemachten Schein. Ne, der ist immer so. Kann man den Nebelschlüsselwächter anmachen, ne? Ach, ich habe einen LKW hinter mir. Ach, oha. Na, das ist ja lustig. Ich will das Schild lesen, wo wir hier sind. Richtung Magdeburg Erfurt fahren wir. Und hier links geht's nach Leipzig. Er ist jetzt abgebogen, der hat keinen Bock mehr. Ist wieder unbegrenzt. Wir geben uns einfach mal mehr Gas.
wir einfach mal ganz locker 79 fahren. Ich weiß, ich habe gerade eben noch gesagt, wir fahren ein bisschen getreu der Realität. Aber ich würde es auch machen in der Realität. Wir sind fast 90 gefahren. Ich will Führerschein verlieren. Jetzt fahren wir fast 100. Wir sind flex unterwegs. Hier ein bisschen bergab. Wird nochmal gepusht. Tut mir leid. Hat glaube ich gerade auch sein Licht runtergestellt. Aber megamäßig Zeit gut. Das ist schon mal gut. Das wird jetzt auch eine längere Folge wahrscheinlich, weil wir eine größere Tour fahren. Und zum Glück musste ich nie abbiegen, sonst hätte ich verpasst. Fahren ohne Licht. Ich habe Licht an. Machen wir also. Muss ich nochmal ausgucken, wenn ich Zeit habe, was denn da jetzt falsch war, warum ich ohne Licht angeblich fahre und ich verstehe das nämlich gerade überhaupt nicht. Jetzt habe ich einen Nebelscheinwerfer. Das ist die blaue Lampe, die unten neben meinem Drehzahlmesser an ist. Achso. So ist auch, also man sieht doch, dass ich Licht anhabe. Also von daher. Erstmal gegen Joystick gekommen. Ohne, was ich es wollte. Hupen die? Nö. Läuft. Da meint die wohl wirklich, dass ich mit dem Nebelscheinwerfer fahren soll. Gibt's ja nicht. Vielleicht ist halt im Scanner das Zeichen blau. Ich verstehe es nicht. Wir halten auf dem Rastplatz mal ganz kurz an. Ne, das ist nicht auf unserer Seite, können wir nicht machen. Da müsste ich megamäßig wenden. Wir wollen uns dann die Verkehrsregeln halten. Da steht ein Bagger rum. Läuft. Das ist eigentlich, das ist erst meine vierte Tour, aber ich bin einfach mal ein Fan geworden irgendwie davon. Und ja, das ist recht cool. Jetzt haben wir einen anderen Promi vor uns. Verstehe ich aber, warum die sich so oft fahren. Wenn man halt die Chance hat dazu, wenn man das machen kann. Ah, es gibt
gibt der auch Gas. Nicht einsehbare Kurve. Aber eisenhart vorbeigezogen. Jetzt rollt's einfach nur noch. Das ist alles easy. Bisschen lenken. Oh, Standstreifen. Ich habe einfach Schiss, dass ich mit Limitscheinwerfer fahren, damit die Leute übelst behindern. Eigentlich. Weil ich wäre wirklich realitätsnah fahren. Aber wenn die meinen, dass es mein normales Licht ist, dann. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Regen ist shit. Da kann ich nicht so rasen. Nachts Regen. Und ich bin einfach mit dem Licht. Wenn es dunkel ist. Oh, schon Gott. Oh, jetzt geht's für 5 Meter auf der Autobahn. Boah, das schifft ja aber heftig. Fällt da los? Oh, da war's. Wir rollen jetzt meiner dem Kollegen so ein bisschen aus. Oh, der fährt wie ich weiter. Das sieht wenigstens schön. Also, ein Stück weit. Aua, das haben wir gerade einen entscheidenden Fehler gemacht. Ah, die haben auch so ein helles Licht, die Autos, oder? Kassel am Busch runter. Fahren wir eigentlich nach Kassel? Ich weiß es nicht. Zum leichten Slide gekommen. Wir sind am Ziel. Bei Wind und Wetter, der Julian ist immer höflich. Oder anders gesagt, der Herbert. Mal Charakter. Oh, 50. Perfekter Schwenk eigentlich. Boah, okay, da kommt ja echt gut zum Stehen. Muss ich die Ampel sehen, ey. Ja,
LKW leuchtet ja in der Farbe der Ampel. Oder hat die Farbe? Ich weiß es nicht. Aber leuchtet in der Farbe. Der wird es schon noch versuchen, selbst einzufahren. Genau daneben eingeparkt. In der Lücke. Es läuft. Ja, da
damit würde ich sagen, das war's für diese Folge. Danke, dass ihr wieder mal reingeschaut habt für die dritte Folge von German Truck Simulator. Ne, Euro Truck Simulator 2. Entschuldigung. Und wir sehen uns in der nächsten Folge hier mit Julian und den Sam und Ops. Ciao.